Mittag, guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr das schaut. Ich bin vielleicht nicht in der Schwere gehen und begrüße euch zum nächsten Part. Nach viel zu langer Zeit im letzten Part haben wir, wenn ich mich noch erinnern kann, das Ringgeil von Mr. Park gerettet und wollen wir zum Vortrainer gehen. Ah ne, Rang. Ja, wir hätten es schon gemacht, okay. Dennis auf der Wissen ziehen. Nice. Wir haben in den letzten Wochen auch damit zu tun, endlich mal Ultramond durchzuspielen. Ich muss sagen, ohne Saumond wäre Ultramond deutlich besser gewesen. Wobei, das kann man halt schon so die gesamte Story. Bis zur letzten Insel und ja. Ich muss mich vorher nochmal schauen, ob mein Team jetzt eigentlich so passt. Ja, ich glaube, unser nächstes Team, werden wir kurz vor dem Arena kommen. Also, voraussichtlich in der Höhle. Schon gerettet, aber habe ich anscheinend nicht. Oder bin ich einfach nur blöd? Also die Arena haben wir gemacht, bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich bin gespannt, wie so die Zuschauer hier auch reagieren werden, wenn so mein gesamtes Team nochmal steht. Also in meinem Kopf steht es quasi schon, aber insgesamt ist es immer bisher nur zwei Monate. Thank you.
zwar, es sind während, also einmal habe ich gesagt, habe ja schon letztes Video erzählt, dass da die Aufnahmen, also, dass da die Replays sind, diese Nachnamen wiedergekommen. Aber dann später hat, später gab es zwei Leute, die dann wieder ausgetreten. Waren es zwei Leute? Ich glaube, ja, zwei Leute müssten es gewesen sein, die dann ausgetreten sind aus der Liga. Was dann auch nicht so geil war. Ja, dann hatten David und ich, also mein Leiter, nicht mehr wirklich Lust, das Liga noch weiterzuführen, womit wir den abgebrochen haben. Und soweit ich nicht genau weiß, welche einzelnen Leute sind, die auch bei Ligen dabei sind, werde ich auch keine Ligen mehr kriegen. Doch, ich arbeite gerade an einem Projekt, sondern auch an einem anderen Projekt, was demnächst kommen wird. Und ich habe auch noch, ein paar andere Projekte geplant, die auch noch kommen werden. Und ja, mal schauen, wie das ankommt. Ich werde auf jeden Fall noch, meine Lieblingsspielereihe bringen. Leute, die ich persönlich kennen sollten, wissen, welche es ist. Also, es ist ein Pokémon tatsächlich. Ja, und das andere will ich jetzt nicht zu viel verraten. Und schauen wir mal, ob ich das schon mal für die Winger run oder nicht. Und James Level 15, nice. Gesagt, und zwar, es waren ja noch einige andere Spiele geplant, auch laut meiner, meiner Kanalbeschreibung. Problem ist, Paladins kann ich nicht aufnehmen, weil mein PC zu schlecht ist dafür, da spätestens im Sommer wird da Verbesserungen kommen, wenn ich mein 18. habe. Und FIFA könnte ich mal schauen, aber ich habe halt nicht wirklich was, um das von der FIFA, um das von PS4 aufzunehmen. Need for Speed kann ich schauen. Ich habe halt nur ein einziges Spiel davon für einen PC. Das heißt, nur das könnte ich wahrscheinlich aufnehmen. Und ja, Zelda und Fire Emblem dürfen wir nicht da gehen. Ja, ich weiß, wenn man. Ich weiß schon, dass das Spiel beim letzten Mal auch schon gut war. Daran merkt man eigentlich schon, dass man. Also, eigentlich schon, wenn die Facecam kommt. Ich hab's ja schon bei dem letzten Mal, wie gesagt, schon gesehen. Ja. Also, man eigentlich schon merkt, dass mein PC nicht wirklich der Beste ist. Ich muss mal halt aufnehmen, geht's noch. Auch so ein. Solche Videos aufnehmen, wie zum Beispiel die Teamübersicht. Bei der ja auch keine Pannen oder so passiert sind, ja. Oder ja, allgemein auch zum so auf dem Emulator spielen. Die neueren Pokémon-Spiele rockeln dann auch schon eher, wenn man es leadet. Ich hab jetzt vergessen, Text zu lesen. Auslesen, Kacke. Ja, ja, ich schon was. Irgendwie Spezialpunkte. Mal schauen, was ich mal noch bringen werde und was noch kommt und ja. Also 3DS werden wir nicht kommen, einfach weil ich meine klassische Karte habe. Ich will natürlich mal schauen, ob vielleicht mal ein paar 3DS Wi-Fi kommen könnten, dass ich jemand anderen für mich capturen lasse. Aber ja. Das wird auch kritisch. Wenn man sich
jemanden finden, der für mich capturen könnte. Mal schauen, ob vielleicht irgendwas anderes funktionieren würde. Was ich mal zocken könnte, was ich auch Bock hätte, auf sich mit Pokémon Showdown könnte auch mal kommen. Auf dem Kanal. So ein Showdown-Ladder oder so. Ich auch schon in meine Pokémon. Das sind überleveln. Dann will ich jetzt was als Item nehmen. Ein Trank. Ich weiß, hatte einer von den beiden Trassler, wenn ich mich da recht erinnere. Und Meryl. Als Wasser, den ich hier wieder an David grüße, ich bin lieber ein Boy. Ja, ich weiß nicht, ob ich auch noch was kommt. Aber das sieht doch nicht stark. Nur am Ankündigen, dass ich sehe, sowieso nichts. Also wie jetzt in den letzten Monaten nichts kam. Schon so ein bisschen erschrocken, als ich dann gesehen habe, dass es jetzt wieder vor drei Monaten kam. Und schon wieder erst da, davon nichts da, was ein Monat war. Das ist ein bisschen extra zu werden. Das ist der absolute Schuldig halt. Ich hoffe, ihr werdet hier auch gut unterhalten auf meinem Kanal. Falls ihr irgendwelche Tipps für mich habt, dann dürft ihr die auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin dafür offen. Sehr freue ich mich, wenn es einem Leuten in die Hände fallen würde. Ich glaube, das ist inkompetent, Mann.
raus hier! Trump, der Präsident der Demokraten. Das ist mit dir wirklich sprechen. Und unser Mitarbeiter nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Nächste. Dann sollst du immer noch neuen Mitarbeiter anschauen. Wenn die es zweimal verkacken und die 10-Jährige dann wieder regeln musste, dann würde ich mir Sorgen um ihre Kompetenzen machen. Du bist so unglücklich, dass ich gerne um einen Gefallen bitten würde. Schon wieder? Was zum Fick? Ich weiß, dass du ein Paket sogar von Gravity Port City bringen willst. Du musst es dahin, ich will nicht. Du wirst auf dem Weg nicht auch mit Forsterhaven halt machen? Ja, das hält nicht so erinnern, ne? Und schon Forsterhaven einen Brief mit überbringen? Den Weg verhalten. Ich darf hier nicht verantworten, Mann! Ich werde vergezogen, Mr. Trump. Du sollst wissen, dass ich ein einflussreicher Bundespräsident bin. Da würde ich dich nie eingefallen, bitte ohne eine Entlassung zu erbringen. Deshalb möchte ich dir diese Mauer geben. Denke, hält den Pokénav. Dieses Gerät ist ein Pokémon-Navigator. Oder kurz ein Pokénav. Ein bärliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Abenteuerreise. Er enthält die Karte von Höhlen. Du kannst ganz leicht herausfinden, wo die Orte Forsterhaven und Griffith Port City liegen. Übrigens gehört das zwei fiese Kriminelle, Magma und Aqua heißen sie, glaube ich, überall nur Eier bereiten. Vielleicht sollst du eine Pause einlegen, bevor du dich wieder auf den Weg machst. Immerhin etwas. Weiß, sehr vorsichtig, pass auf mich auf. Ist nur mal dein Pokémon, in dem du von unserem Präsidenten bekommen hast. Mission Patrick. Ich habe dein Pokémon mit dem sogenannten Trainer slash Ruf ausgestattet. Wenn deine Freundin andere Personen das Verzeichnis sagen, dann kannst du mit ihm reden. Na, ne? Kannst auf WhatsApp. Du sollst unseren Präsidenten Trump eintragen. Wie sieht's mal aus? Ruf unseren Präsidenten an. Ist halt schon ganz cool, wenn man als 10-Jähriger schon die Nummer von Donald Trump hat, ne? Das regt dann nämlich direkt, das scheint der Pokémon zu funktionieren. André wird sich ebenfalls bei dir eintragen lassen, also versuch diese auch zu erreichen. Du machst ein glückliches Gesicht. Und wo ich das weiß, wenn ich am Fenster stehe und zu dir hinterschaue. Er will einem Snipergewehr. Ah, das war halt mal. Mach's gut. Ah, Sniper. Ich muss ja auch weiter arbeiten, pass auf dich auf, Martin. Ah, Sniper. Ah! Tja. Ist noch heilen. So. Muss das mal hier stehen? Ja, mit dem können wir auf jeden Fall entgegentreten. Verzeichnis eingetragen und direkt wieder gelöscht. Übrigens, ich habe Mr. Bragg in den Grünen-Profile gesehen. Ich glaube, er ist auf dem Weg zu seiner Blüte am Meer. Geht es mit deinem Profis voran? Der sieht schon ganz anständig aus. Ja, wie wär's mit einem kleinen Kampf? Oh ja. Bist du das Trainer geworden? Ich werde nicht verlieren. Sag, bist du nur zuvor wie Trainer geworden, oder? Warum war ein Film hier am Anfang so noch niedriger als mein Grabber? Ich sage hier mal, Mr. Bragg war Seefahrer. Nein, er war Mathelehrer. Das muss man schon erst erzählen, er war Mathelehrer.
So, ich treffe an. Dann schauen wir mal. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch bis Forsterhaven wegfahren und... schnell durchkommen jetzt. So. Schneller. Warum wir laufen wir nicht durchkommen? Ich werde erstmal kurz ein bisschen Schutz kaufen und wollen die, bevor ich nach Forsterhafen gehe, kaufe ich mir noch ein paar Sachen. Wenn ich jetzt in den Rasen reinlaufen will. Von dem ich hier nicht mehr runter saß. Und der sah. So, wie ein Trainer, so muss ich sagen. Jo, nice. Das kriegt der Kapo gleich. Mann. Und der saß. Los. Nichts Angriff. Items hier noch. Wir sind angekommen und ich würde mal sagen, das war's mit dem, ich glaube, jetzt 6. Part von Pokémon Smart. Bis zum nächsten Mal und ja, ciao, ne?